Fessenheim vor der Abschaltung bewahren und der Atomkraft den Rücken stärken. Mit dieser klaren Botschaft hat Nicolas Sarkozy den ältesten Atommeiler Frankreichs besucht. Sarkozy will 2017 wieder Präsident werden und sich die Gefolgschaft elsässischer Atomsympathisanten sichern, mit markigen Worten. Man sagt, Kernkraft ist gefährlich, also schließen wir Fessenheim. Ah ja, und die anderen? Das verstehe ich nicht. Wenn Atomkraft gefährlich ist, dann müssen wir doch alle schließen. Wenn Sarkozy 2017 erneut Präsident wird, will er die Schließung von Fessenheim verhindern. Eine Botschaft, die bei Lokalpolitikern, Angestellten und Gewerkschaftern gut ankommt. Auch im schweizerischen Atomkraftwerk Betznau stehen die Weichen auf Weiterbetrieb. Im ältesten AKW der Welt werden für 700 Millionen Euro die Reaktordeckel ausgetauscht. Umweltschützer kritisieren den 45 Jahre alten Meiler als Technikmuseum. Sicherheitsprobleme in den Reaktordruckgefäßen lassen sich mit dem teuren Deckeltausch nicht beheben.